Also heute oben haben wir wieder einen ganz spannenden Kampf gesehen. Wir haben heute wirklich einen Zacken zulegen gegenüber von letzter Woche. Wir konnten einzelne Punkte machen, die wir vielleicht letzte Woche nicht gemacht haben. Wir konnten höhere Siege einfahren. Das war ausschlaggebend, als es am Schluss gelangt hat. Und das sind halt wirklich einfach auch Kollegen untereinander, die einander pushen, die einander unterstützen. Und ich glaube, nur so ist es möglich, dass man da längerfristig auch in so einer Randsportart vorne mit dabei ist.
Wir haben am Schluss noch 20 Kämpfe total, der Vor- und Rückrunde, haben wir einen einzigen Punkt mehr als Frei Amt. Also es ist wieder hoher Scharfgang, es ist 10-10 Sieg gestanden total. Und es ist wirklich, es hätte es auch bei Mannschaften verdient, darf man sagen. Frei Amt hat uns hier aufs Äußerste gefordert. Und wir sind am Schluss mit einem Pünktchen besser da gestanden. Ja, jetzt ist für mich und für Birmin Bösch natürlich jetzt der letzte Kampf gewesen. Für mich jetzt, kann ich sagen, im Moment haben wir noch nicht so Gedanken gemacht, was nachher ist. Weil, wir haben uns wirklich eine Woche noch einmal voll vorbereitet. Wir haben alles noch einmal probiert umzusetzen, zu verbessern. Für den letzten Kampf jetzt. Und das ist uns jetzt auch gelungen. Und wir sind natürlich sehr happy, dass wir das haben können holen. Aber da ist in erster Linie wirklich einfach die Mannschaft und das ganze Team, auch die ganze Drumherum, also Trainer und Vorstand und die Partner im Training sind natürlich da auch gerade so wertvoll wie die, die schlussendlich auf der Matte stehen. Und da dürfen wir wirklich Freude haben an diesem Team. Das ist eine familiäre Atmosphäre. Und wir freuen uns sicher auf die kommenden Jahre.